Herzlich willkommen bei Valheim, es geht weiter. Wir wollen jetzt mal die Drachenmutter jetzt mal bekämpfen. Das heißt, wir müssen schon uns mal ein bisschen uns stärken. Also ich würde schon mal erstmal das mitnehmen, also schon mal nehmen. Das zusätzlich und natürlich noch das noch. Dass wir langsam mit der HP langsam vorankommen. So, es wird auch langsam tags und wir können langsam anfangen, dass wir den letzten... Ja, anfangen wir schon mal die Drachmutter zu beschwören. Wir haben ja, falls brenzlig sein sollte, können wir immer noch hier runtergehen und gerade uns wieder etwas hochheilen. Der Bereich ist ein bisschen tricky, würde ich mal sagen. Aber wir warten noch, bis wir etwas hochgeheilt sind. Bei mir gab es so einen kleinen Angriff, also einen kleinen Überfall, kann man sagen. Und ja, Pfeile sind bereit, Schwert ist bereit. Und ich würde sagen, fahren wir damit mal an, also ich werde mal hier gegen Röhr säubern, weil das ist eine Drache. Weil nette Besucher hätte ich ungern. Zack, so. Schild ausgepackt. Und wir sagen, fangen wir langsam mal an, die Drachenmutter mal zu bekämpfen. Wir beschwören sie jetzt. Bin mal ziemlich sehr gespannt, wo sie spawnt. Okay. Ich aktiviere schon mal meinen Dingsbums. Und drauf da. Also die Drachmutter ist schon sehr, sehr interessant. Au, au, au. Boah, das hat noch keiner gemerkt. Der Damage war ziemlich sehr gut. Das hat ein bisschen weh getan. Hab ich nicht getroffen, lol. Da wieder getroffen. Wow, 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 wow. Mal ein bisschen rumlaufen. Jo. Ja, interessant. So, ich will schon mal gerade mal Heiltrankakten oder schon mal reinnehmen. Aber der Mensch kommt schon ganz gut. Ja, ich hätte ja mal Schild mal ausrüsten müssen. So. Ah, kommt schon ganz gut rum. Nur schon mal einen Ausdauertrank. So, jetzt geht er wieder Lüfte. Aber wir haben schon fast mal die Hälfte runtergezogen. Schon mal gut zu wissen. Aber ich mache schon ganz gut Damage. Okay. Bist du noch runtergegangen? Ja, brüll mal rum. Aua, aua, aua. Ah, ganz gut geblockt. Stuck er? Ja, anscheinend stuck er. War schon gut zu wissen. Ich meine, dass er da festgepackt ist. Okay. Na. Okay, weiter drauf. Ah, nicht viel Damage. Ich glaube, der ist echt festgepackt wegen mir. Okay. Hebt wieder ab. Wo geht der jetzt hin? Okay. Oh, 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 oh. Ah, wir haben schon mal die Hälfte schon mal runter. Das ist schon mal ganz gut. Die Pfeile machen schon ganz gut damit. Okay, ausgewichen. Okay.
Okay, kein Damage. Und das war. Also, der hat einen gerade ab. Eigentlich nee. Okay, nicht getroffen, das ist schon mal ganz gut. Ja. Also mit Frostatmen kann ich nicht kontern. Also ein Schwert. Wow. Mal wieder Heiltrank nehmen. Okay, nicht getroffen, das ist schon mal gut. Also wir haben. Oh, wir kommen unter die Zeit, das ist schon mal gut. Probieren wir jetzt mit dem Feuerfallen. Ja, wenn man den treffen will. Also die Seberpfeile haben wir auch ganz gut damit gedrückt. Schwung. Ah, schön. Wow. Oh. Also die. So, zack, zack, zack. Dann also probier. Ich habe noch ein paar Sekunden noch. Dann ist mein Damage auch vorbei. Dann fresse ich richtig Schaden. Also durch und durch und Minimum ist schon ganz gut. Aber passt. Noch ein bisschen. Ein bisschen Ausdauer noch. Schön. Jawohl. So, jetzt ist er in der Lüfte. Also besetzte. Schön getroffen. Zum Glück hat er nicht ganz gut, nicht so gut getroffen. Ah, die haben wir fast, die haben fast beinahe. Schön. Ja, die Feuerfallen ringen richtig gut. Aua. Oha. Ja, aber wir haben fast beinahe. Ja! Besiegt. Nice. Und neue Sachen freigeschaltet. Ching ching. Eieiei, war das ein Kampf. Aber erstmal die ganzen Ressourcen hier mal wegbringen. Aber der Kampf war echt cool. Also es hat weniger als 5 Minuten gebraucht. Das ist schon echt sehr nice. Und wir haben neue Sachen frei bekommen. Nice. Jetzt kann man. Oh. Ja, der hat das Ding unten kaputt gemacht. Auch nicht schlecht. Also das hätte ich eigentlich nur erwartet, dass das Ding echt da unten getroffen hat. Erstmal alles da weg hinschmeißen und dann Portal. Das Problem ist, ich habe kein Werkzeug. Also ich habe den da keinen Hammer dabei. Der muss so ein Winkel getroffen haben, dass Dings. Den Hammer überstört. Also meine Portal überstört. Das ist mal sehr ziemlich so krass. Ich hab Silber bekommen? Okay. Interessant. Hab ich nicht von dir nicht einen Hammer gecraftet? Und das war gerade was. So. Portal. Zack. Reiseportal. Und wir sagen, zurück zur Base. Erstmal die ganzen Taschen leer machen. Also der Fight war echt schon geil gewesen, muss ich schon sagen. Also mit mehreren Leuten wird das relativ etwas länger dauern. Aber insgesamt war es schon mal ziemlich sehr gut. Wir haben relativ Ressourcen bekommen. Also eine neue Ressource. Erstmal den Kampfplatz erstmal aufräumen. So, also, ist ganz gut. Ich bin Steine. Obsidian ist auch interessant. Ne, Silber. Ich habe keinen Plan, wo der auf einmal der Silber
kam. Wir haben hier Schuppen, Obsidian. Ja, hier haben wir so Pannesamen. Hier so Harz ist, kann man hier reinpacken. Silber packe ich dann bei mir in der Kiste rein. Silbererz. Ich habe keine Ahnung, ich habe keinen Plan, wo das hier auf einmal weggeholt hat. So, dann packe ich mal die ganzen Ressourcen an eine Seite. Also ich habe, glaube ich, einmal kleinen Heiltrank habe ich genommen. Und essenmäßig war, also der Buff hat mir ganz gut geholfen. Das Essen, was gut essen, packe ich mal weg. Packe ich mir hier rein. Lass ich erstmal hier so stehen. So, dann packe ich auch mal die ganzen Pfeile weg. Also die Brandpfeile lasse ich mal erstmal stecken. Und dann würde ich sagen, das nächste Objekt für uns freigeschaltet. Gebiet da, sag mal, das ist das nächste Gebiet, ist jetzt für uns die Steppe. Die Steppe ist jetzt für uns offiziell das nächste, kann man sagen, nächste Bereich, was wir machen müssen. Weil der hat hier Baumstämme, alles so hier umgelietet in die Umgebung. Eieieiei. Wo hat der. Also irgendwo muss ja ein Silbererz vom Kopf gewesen, hier in die Umgebung gewesen sein. Ist ja Wahnsinn. Also die Sachen nehme ich auch gleich auch noch mit. Ich nehme, wollen wir erstmal meine Taschen erstmal soweit wieder leer machen. Hammer packe ich an der Seite, war nur notdürftig gerade mal. Also ich hätte nicht weiter dass er mein Hammer kaputt, also mein Portal kaputt gemacht hat. Aber das hätte ich eigentlich nicht erwartet. So. Die ganzen Holzüberreste packe ich mal hier rein. Harz kann ich überall schon mal verteilen. So. Steine. Hier haben wir die Steine. So. Sagen hier rein. Also interessante Fight, also ich den eigentlich nicht erwartet, dass ich unter 5 Minuten das schaffen würde. Aber wirklich eher fast gar nicht. Aber packe ich mir mal weg, das war also eher eine Notdürftigkeit erst. So. Die Sachen packe ich mal wieder zurück. Eine Axt brauche ich wieder und meinen Hammer. Dann mache ich mal immer so. So, und das brauche ich auch. Und sagen. Machen wir mal so. Da habe ich schon mal alles. Kann ich schon mal die Umgebung schon mal ein bisschen aufräumen. Der muss immer echt. Evo Neo Umgebung, sondern hier bei dem Boss, Alter, muss, kann man sagen, echt ein Silbervorkommen sein. Der hier, kann man sagen, frei gemacht haben. So. Sehr schon mal weg. Zeig mal den Baumstamm. Jupp. Und zack, das ganze Holz. Zwei Holzbogen brauche ich wieder, weil mir ist es relativ schnell das Holz ausgegangen. Ja. So, natürlich. Brauche ich das alles? Egal. So. Würde ich jetzt mal die Rest hier, den ganzen Schutt hier, was die Drachmutter hier verbreitet hat, erstmal wegräumen. So, hier soll, falls die anderen beiden auch hier kommen, ist allerdings der Platz etwas befreit.
So. Also Silber kann ich nicht viel mitnehmen, weil die Silber relativ schwer ist. Also ich kann jetzt nicht irgendwie... da muss hier eigentlich in die Umgebung was gewesen sein. Ich nehme jetzt mal die ganze Steine mal hier auf. Aber ich wegen seiner Übersicht. So, Steine mal wieder raus. Das ist hier das ganze Silber. So, das sind ja gut auch Steine. Die Steine kann ich ja schon rein heute schon mal einmal schon mal mitnehmen. Gehe ich mal gleich mal runter, mal immer plopp. Hab ich ein bisschen Damage mitgenommen. Und naja. Das Holz würde ich bei mir in Lager wieder reinpacken. Ich habe ja kaum Holz auf Lager. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal die und danach mal gleich mal die Steppe gleich ein bisschen unsicher machen. Die Steakkiste schon auch mal wieder voll. Die Holzkiste machen wir hier rein. So. Also war ich ganz gut. Also ich bin wirklich mal gespannt, wie die anderen beiden sich schlagen. Also würde mich schon sehr interessieren. Aber sonst, also ich denke mal, der vorletzte Boss wird auch ziemlich sehr interessant werden, weil das ist ein ganz anderer Nuss für mich. Aber da ist mal relativ viel am Gange. Aber mal gucken. Weil bis jetzt läuft es eigentlich ganz gut. So. Das Silber. Da muss echt ein Silber vorkommen, was wir angekratzt haben. Der hier Silber angeditscht hat. Ist ja krass. Oha. Das nicht aber wirklich viel Silber. Uiuiuiuiui. Das ist aber wie eine Hausnummer. Du musst irgendwo hier oder irgendwo direkt vom Bossalter Silberverkoppnis sein. Was ich ein bisschen schlechter, wie schafft der das Silber von Boni hoch zu schleudern? Das verstehe ich nicht. Der hätte eigentlich erst so ein Loch machen müssen erst. Aber naja. Gehen wir mal runter. Flup. Ein bisschen Damage. Packen wir das ganze Silber in den Karren rein und dann würde ich sagen, haben wir das ganz gut gemeistert. Dann machen wir danach die Stippe bis und für uns unsicher. Silber habe ich auch wieder reichlich, das eigentlich gar nicht mehr wollte mehr. Da muss ich echt ein Silber vorkommen, das hier angekratzt haben. Holen wir gleich mal die Sachen gleich rüber und gucken wir uns an, was wir Schönes bauen können. Bin ich mal sehr gespannt. Also die Steinvorräte sind auch schon wieder ganz gut voll. Wenn ich wieder am Baum bin, habe ich, kann man sagen, relativ gute Vorrat wieder. Und die Samen natürlich hier rein. Dann holen wir das mal ab.
Und gucken wir uns immer an, was das schöne Ding hier für uns bieten kann. Bin mal sehr gespannt. Natürlich müssen wir auch das alte Ding aktivieren. Aber ich kann auch schon sagen, der Drachenmutter hat, wie gesagt, eine besondere Fähigkeit. Wir haben für kurze Zeit haben wir Rückenwind. So. Und dann schnell wieder rein. Bevor das große Theater anfängt. Hängen wir das Ding auf dem Bossaltar auf. Und gucken wir uns mal an, was wir da noch schönes bauen können. Bin ich mal ziemlich mal sehr gespannt. Oh, dann würde ich sagen, wenn wir mit den anderen Boss besiegt haben, von der Steppe, dann geht es Richtung zu Mistland. Also von dem Mistland Boss habe ich überhaupt keine Ahnung, ich will mir auch noch nicht spoilern, aber von den anderen besetzten Bossen, die ich schon mal gekämpft habe schon, habe ich schon Erfahrung schon. Jo. Lass mich mal in Ruhe. So, wir haben hier hängen schon mal den Ding immer auf. So, da haben wir noch den letzten Boss, also mal den vorletzten Boss. Dann haben wir alle Bosse bis jetzt besiegt, kann man sagen. Da bin ich mal ziemlich sehr gespannt, was uns alles noch kommt. So, machen wir die mal weg. Und wir gucken uns mal an, was wir schönes bauen können. Bin ich mal ziemlich sehr gespannt. So, da Hammer. Herstellung. Ja, aber wir brauchen noch ein bisschen Holz, okay? Gucken wir uns an, was wir schönes machen können. Wenn wir nur Holz brauchen. Ich will das so eine Hülse mal grob mal hinstellen. Mal gucken, was wir so hier so machen können. Also, habt ihr. Nice. Ach was? Nö. Können wir hier? Ne, wir können ja gar nichts bauen. So, wir haben, kann man sagen, neue Sachen. Wir können jetzt hier cooles neue Sachen wieder bauen, besonders für die Küche. Wir können Windmühlen bauen, das ist auch sehr nice. Spinde. Ofen. Muss ich mal gucken, wo ich den Ofen hinbaue. Nee, muss ich mal gucken. Wo kann ich denn einen coolen Ofen hinbauen? Aber wir setzen relativ neue Sachen schon mal. Bin ich mal sehr gespannt. Und wir sagen, wir gucken uns an, wie die Dings sind, wie die Steppe sind. Da würde ich den Dingsbums. Würde ich den. Soweit, packe ich mal die hier rein. Um uns mal angucken, wo ich dabei die Steppe mir eine neue Basis hinbauen kann. Und ja, dann denke ich mal, sehen wir uns bei die Steppe uns wieder. Wir sagen, wünsche euch noch schönen Tag, noch schönen Abend. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, einen netten Kommentar. Bis nächstes Mal und haut rein. Tschüss.